Ja, nachdem die Türen zu sind, willkommen zu meinem Vortrag Container Management leicht oder leichter gemacht. Wie wir sehen werden, sind Container alles andere als leicht, aber man muss sich das Leben nicht immer unnötig schwer werden. Zuallererst einen großen Dank an die Organisatoren der Grazer Linux-Tage. Es ist wieder mal fabelhaft organisiert und die Vortragenden wären auch ohne Organisatoren gar nichts. Insofern vielen, vielen Dank. Mein Name ist Florian Apollona. Ich arbeite als Operations Engineer für die PrimeSign GmbH. Was wir im Prinzip machen, ist das etwas Ähnliches zur R-Trust, also zur Handysignatur. Wir sind in der Lage, als Trust Center für euch unter eurer Einwilligung natürlich zu unterschreiben. Unser Hauptaugenmerk ist im Gegensatz zur Handysignatur oder inzwischen zur ID Austria, die auf persönliche Verwendung optimiert ist, eigentlich dann der Business-Kontext. Wir arbeiten sehr viel mit Open-Source-Komponenten, was dazu führt, dass ich jetzt eben unter anderem einen Vortrag über Container machen kann und schauen eigentlich, dass alles, was wir verwenden, wenn wir Fehler finden, wieder zurückcontributen können. Also wir sind jetzt keine typische Firma, wo Fehler nicht zurückgemeldet werden. Also wir sind auch im Open-Source-Umfeld sehr aktiv. Ich persönlich bin unter anderem bei HashiCorp ein Core-Contributor und in erster Linie für Nomad, also das ist ein Task-Scheduler, ähnlich oder man könnte sagen eine leichtgewichtige Variante zu Kubernetes. Inzwischen ein Retired Django Core Developer. Ich habe Programmieren mit Python begonnen. Ich werde Python immer lieben. Als Systemadministrator zurzeit leider nur mehr gering im Einsatz, unter anderem in Ansible für die Automatisierung. Wo der Name Apollo 13 frei war, was als ich 13 war, auch nicht mehr so viel war, aber auf IRC und GitHub war der Name noch frei. Auf anderen Plattformen findet man mich dann unter anderen Namen. Dann den üblichen Disclaimer, als Operations Engineer habe ich das Glück, dass ich nicht im Sales bin. Das heißt, ich will euch nichts verkaufen und ich muss euch nichts verkaufen. Abgesehen von dem Logo ist dieser Vortrag vollständig meiner. Was natürlich schon ist, wir suchen immer Leute, also falls jemand Interesse an Programmierung oder Systemadministration hat, bitte gerne bei mir melden. Alles, was ich präsentiere, haben wir in der einen oder anderen Form in der Firma in Verwendung oder aber auch auf meinem privaten Server oder im Haus, in der Wohnung für die Home-Automatisierungen. Meine Meinungen sind meine eigenen. Ich habe zu gewissen Dingen wie Kubernetes einige Meinungen. Ihr müsst nicht immer damit d'accord sein. Nehmt bitte, was für euch am besten funktioniert. Schreibfehler wird es auch einige geben. Nachdem ich meine eigenen Schreibfehler nicht sehe und meine Kollegen auch gefühlt alle Legastheniker sind, ist trotzdem nach dreimaligem Drüberschauen wahrscheinlich noch irgendwo ein Schreibfehler. Nun, was wollen wir nicht? Wir wollen im Prinzip kein Container-Chaos, wie es der Evergiven 2021 im Suezkanal passiert ist. Ich habe erst anhand des Links gemerkt, dass das Ganze schon 2021 war. Die letzten Jahre sind so schnell vorbeigegangen, mir kam es eigentlich wie gestern vor. Drum, das ist das Bild, was wir vermeiden wollen. Wir wollen nicht auf Grund laufen, wir wollen nicht einen Container-Overload haben, sondern wir wollen einen Mittelweg finden. Der schaut dann zum Beispiel so aus, vor der kroatischen Küste, bei bestem Wetter, sagen wir bestem Segelwetter, Ölzeug ist dann trotzdem noch mit an Bord, hier nach Biograd runter aufkreuzen. Weil wir gerade bei Containern sind, Container sind für Segelschiffe gar nicht so ungefährlich, denn eben diese riesigen Containerschiffe verlieren öfters einmal Container und man findet dann einerseits auf Stränden immer wieder Plastikpuppen oder so, wenn irgendwo ein Container angeschwemmt wird, oder aber auch dann gekenterte Segelboote, da die Container aufgrund des Luftgehalts oftmals knapp unter der Wasseroberfläche treiben und so ein Segelboot dann doch relativ schnell kaputt wird. Was sind die Ziele? Was wollen wir erreichen? Wir wollen eine Verwendung von Containern oder wir werden gezwungen, Container zu verwenden und wollen die in existierende Umgebungen mit vorhandenem Tooling verwenden.
Warum wollen wir das? Nun, mein Background ist im Prinzip im klein- und mittelständigen Unternehmensbereich und die Erfahrung bis jetzt hat gezeigt, dass dort oftmals sowieso schon ein überarbeiteter Systemadministrator alles Mögliche managen soll und Anforderungen wie wir brauchen eine neue Software, die nicht mit dem System kompatibel ist oder was auch immer, Dinge schwerer machen. Andererseits wollen wir aber nicht, vor allem wenn man dann noch Teilzeit einen zweiten Systemadministrator oder was hat, zu viel neue Technologien einführen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass wir einen Service mit Systemd neu starten können. Warum können wir keine Container neu starten? Natürlich ab einem gewissen Scale oder so machen Lösungen wie Kubernetes Sinn. Allerdings habe ich mir sagen lassen, ich habe es selber noch nie probiert, dass man im Prinzip eine volle Mannschaft braucht, wenn man das selbst hosten will. Und das Hauptaugenmerk hier sollte doch sein, dass wir auf den existierenden Systemen, sei es im Privaten, wo meistens nur ein Server vorhanden ist, zügig mit Containern zum Beispiel vorankommt. Nun, unabhängig davon, also wenn man Container nicht gerade aufs Auge gedrückt bekommt, warum wollen wir Docker oder Container verwenden? Ich habe hier Docker jetzt bewusst durchgestrichen. Ich würde sagen, Docker hat Container richtig populär gemacht, aber richtigerweise spricht man eigentlich nur von Containern, da diese Konzepte universal sind und der Docker-Container an sich dann nur mehr ein Usability-Tooling ist sozusagen. Also warum Container? Nun, einerseits Dependency Management. Ich als Python-Entwickler bin oft daran verzweifelt, wie alt die Software in einem Debian Stable ist und ich muss ja jetzt für mein privates Projekt unbedingt die neueste Software verwenden. Auf meinem Laptop schnell installiert, auf einem anderen PC nicht mehr so leicht. Das machen Container dann einfacher. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Container sind die neue Form von Works on my machine, ship it to production. Stimmt leider nicht immer. Container sind grundsätzlich unabhängig vom unterliegenden Hostsystem. Allerdings, wenn in dem Container Software kompiliert wird, sei das C-Software und ähnliches, ist diese Software abhängig von den CPU-Erweiterungen der CPUs, je nachdem wie der Compiler eingestellt ist. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass auf meinem super neuen Laptop das Ganze funktioniert und dann auf den CentOS 7 Maschinen, wo HP-Server, die 10 Jahre alt sind, der Container plötzlich nicht mehr startet. Man bekommt dann auch keine sinnvollen Fehlermeldungen, also das ist dann oft schon einmal ein Teil der Tränen, weil es meistens dann ein Absturz ist und wenn man Glück hat, sieht man noch, dass eine Funktionalität fehlt. Andere Software gibt es inzwischen überhaupt nur als Container. Ich bin inzwischen so weit, dass ich niemandem mehr einen Vorwurf mache, weil Software immer komplexer wird. Hin und wieder ist es schon zu hinterfragen, weil die Komplexität jetzt in den Container geschoben wird und wir eigentlich nicht mehr wissen, was wir deployen. Zu guter Letzt ein Argument, was auch immer gern erwähnt wird, ist Security. Security ja, Container und Security, jein. Die ganzen Security-Konzepte, die Container verwenden, existieren in der einen oder anderen Form auch für normale Services in Linux-Systemen. Container haben sie teilweise nur besser verpackt und andererseits liefern sie dann aber wieder ihre eigenen Lücken mit, die vielleicht auf einem normalen System so in dieser Form nicht passiert wären. Docker selbst ist das beste Beispiel dafür. Lange Zeit musste man Docker als Root-User verwenden und auch wenn man es als unterprivilegierter User verwenden durfte, hatte man quasi damit Root-Rechte auf dem PC. Also grundsätzlich kauft man sich mit Docker dann einen offenen Zugang auf dem PC ein. Von der Zeitleiste, wie kommen wir zu Containern? Ich würde sagen, begonnen hat alles mit Bare Metal. Irgendwann kam man dann drauf, naja, jetzt haben wir dann doch mehr Speicher und mehr CPU. Es wäre schön, wenn wir mehr Sachen auf einer Maschine betreiben können und dann wurden, sage ich mal, virtuelle Maschinen populär. In Ausprägungen wie VMware, das sich jetzt gerade mit dem Aufkauf von Broadcom selbst abschießt und ähnlichen Anbietern wie Citrix und mit Xen-Servern und so.
Danach würde ich erst Jails und Container sehen, wobei man der Fairness dazu sagen muss, Container gibt es mindestens so lang wie virtuelle Maschinen, aber es war eher uninteressant und nur großen Firmen vorbehalten, die das Know-how dazu hatten. Richtig populär wurden Container erst 2013, 2014 mit Docker, das dann sozusagen eine Management-Oberfläche zur Verfügung gestellt hat und die Verwendung der Container dann im Großen und Ganzen vereinfacht hat. Als allerletztes dann, als man draufgekommen ist, es ist nicht so einfach, 100 Container auf einem Host zu verwalten oder wir wollen Serverlandschaften bedienen, kam dann Kubernetes auf den Markt. Wer es braucht, weiß es hoffentlich selber. Wir als PrimeSign GmbH stehen auf einfache Lösungen. Wir brauchen im Fehlerfall leichte Debug-Möglichkeiten. Wir brauchen keinen Single Point of Failure. Wenn mir ein Prozess abstirbt, weil er zu viel CPU-Auslastung produziert und dann automatisch von Kubernetes am nächsten System gestartet wird und dort erst recht wieder CPU-Auslastung produziert, ist das nicht hilfreich. Sind natürlich sehr viele Negativbeispiele. Kubernetes funktioniert gut. Wahrscheinlich auch vor allem, wenn man in der Cloud ist und Kubernetes selbst von jemand anders gewartet wird. Aber für kleine Sachen zu Hause, weiß nicht. Zum Lernen, keine Frage, aber zum Verwenden jetzt professionell zu Hause auf einem Node ist das für mich etwas Overkill. Nun, was hat Docker dann gebracht? Wir haben mit Docker 2013 circa die Möglichkeit bekommen, einfach Container zu starten. Was sind nun Container? Vereinfacht gesagt, oder vielleicht auch ein etwas naiver Blick, ist ein Container ein Filesystem, in diesem Fall ein Ubuntu 23.10, das in irgendeiner Form aus dem Internet geladen wird. Wir haben C-Groups, das sind Ressourcengruppen sozusagen, wo wir Memory und CPU limitieren können. Wir haben Namespaces, die weiter eine Isolierung vornehmen, um zum Beispiel die Prozesse des Hostsystems zu verstecken, die existierenden Mounts, das Netzwerk zu isolieren. Und zusätzlich können wir mit Docker dann auch noch das Netzwerk konfigurieren. Das heißt, wir können dem Container eine eigene IP geben. Das alles ist super spannend und funktioniert auch. Allerdings für mich als jemand, der die Dinge verstehen muss, etwas langweilig. Weil, wie ich davor gesagt habe, Container gibt es schon immer. Das heißt, was Docker hier macht, müssen wir eigentlich ja selbst machen können. Wie schon erwähnt, Root-File-System, Namespaces, C-Groups, Networking. Weitere Security-Features wie C-Linux-Integration, AppArmor und sonstiges wollen wir jetzt mal weglassen. Warum Danger Zone? Nun, Docker macht uns das Ganze einfach. Wir können es uns dann doch noch etwas schwerer machen und die Container selbst basteln. Ich habe kurz eine Live-Demo überlegt, allerdings bin ich nicht in der Lage, fehlerfrei zu tippen und da das Ganze dann peinlich wird, habe ich das Ganze dann doch lieber voraufgezeichnet. Ich hoffe, so. Wir werden uns jetzt einen kurzen Film anschauen, wie man Container selbst aufsetzt. Dazu sei gesagt, dass nicht das Ziel ist, hier alles zu verstehen. Das eigentliche Ziel zu zeigen ist nur grundsätzlich, es geht. Und wenn es jemanden interessiert, dann findet man hier Ansätze, wie das Ganze funktionieren kann. Was müssen wir machen? Nun, zuerst brauchen wir mal ein Dateisystem. Das heißt, wir laden uns ein Ubuntu-Image herunter, aufgrund der langsamen Netzwerkverbindung. Nein, weil das ein Video ist und mein Netzwerk daheim langsam ist, dauert das ein bisschen. Darum habe ich ein bisschen Zeit. Das nächste, was wir machen werden, ist dieses Image entpacken und jetzt in einem CH-Root, also in einem Change-Root sozusagen, ein Kommando ausführen. Das ist noch nicht wirklich spannend. Mit dem Unshare-Befehl sagen wir im Prinzip dem Betriebssystem, wir wollen alle Namespaces aktivieren in diesem Fall, das heißt, der Container ist möglichst isoliert. Aber eigentlich ein Hallo ist nicht spannend und der Container ist schon wieder tot. Also die BinSH wird jetzt gleich mit Exit wahrscheinlich beendet.
Jetzt starten wir den Container im Hintergrund neu und versuchen, das, was Docker eigentlich macht, im Nachhinein nachzubauen. Der Container rennt jetzt im Hintergrund. Wir müssen uns jetzt schauen, also wir müssen uns jetzt die Prozess-ID des Containers suchen und können dann mit NSEnter in den Container gehen und diesen konfigurieren. Isoliert ist er schon, also der Container besitzt kein Netzwerk, besitzt keine Mounts. Dazu legen wir uns jetzt einen Alias an und über diesen Alias mounten wir einmal das Proc-File-System im Container, erzeugen ein Netzwerkinterface-Pair, schieben das Netzwerkinterface-Pair in den Container rein und geben ihm eine IP, starten es, legen eine Default-Route an und so weiter. Das ist alles relativ kompliziert, wenn man so sehen will, und etwas, was Botman und Container Management oder Docker Botman einem abnimmt. Wenn man jetzt in diesen Container hineinschaut, sieht man dann am Ende hoffentlich auch, dass die Netzwerkkonfiguration und so vorhanden ist. Was hier noch zu erwähnen ist, ich habe erst einen Teil gemacht. Ich habe das Netzwerk im Container konfiguriert. Was Docker noch macht, ist, es konfiguriert das Netzwerk außen, dass die Kommunikation überhaupt möglich ist. Aber was sehen wir hier? Nun, einerseits sehen wir, dass der Container ein Loopback-Interface hat mit 127.0.0.1 wie üblich und hier die von uns konfigurierte IP. Ein LS vom Filesystem zeigt nichts viel Spannenderes als am Host, da die Filesysteme im Normalfall eh relativ ähnlich sind. Und ein PS zeigt quasi nur mehr das Sleep, das die ganze Zeit schon rennt. Das ist auch die PIT1 quasi im Container, sowie das Kommando, das wir gerade ausgeführt haben. Was wir noch nicht gemacht haben, sind die Ressourcengruppen zu konfigurieren, dass wir zum Beispiel die Memory-Verwendung und Ähnliches einschränken. Das wird mir aber dann auch schon selber wieder etwas zu komplex und ist, glaube ich, für den Vortrag auch nicht ganz sinnvoll. Aber als Startpunkt, was Docker in einer Zeile erledigt, können wir auch in sehr viel mehr Zeilen selbst machen. So, im Idealfall ja. Jetzt ein kurzer Zwischenschritt. Wir haben gesagt, okay, Docker, wir haben Container. Wir wollen die Container aber irgendwie anders managen. Was kennen wir als Systemadministratoren? Als nun junge Systemadministratoren kennen und mögen wir Systemd. Es ist ein SysV-Init-Nachfolger mit einer deklarativen Konfiguration. Und bei aller Liebe, ich habe selbst, glaube ich, mit Ubuntu 2006 oder so begonnen. Ich bin nicht in der Lage, ein SysV-Init-Startskript fehlerfrei zu schreiben und einen Service sauber zu stoppen damit. Was Systemd dann weiterhin bietet, ist normales Service-Management, also die bekannten Kommandos Start, Stop, Restart, Status, sowie auch ein Journal, wo wir die ganzen Log-Files oder die Log-Zeilen der Services anschauen können. Was müssen wir jetzt tun, wenn wir Docker oder einen Docker-Container über Systemd ausführen wollen? Wir brauchen dafür eine Service-Unit, die schaut im einfachsten Fall so aus. Wenn wir das Ganze nun von unten durchgehen, sehen wir, okay, das einfachste Beispiel, wir lassen den Nginx-Container einfach laufen. Vor dem Starten sollten wir allerdings sicherheitshalber noch schauen, dass das Image am PC verfügbar ist, beziehungsweise wir versuchen das Image oder den Container, muss man eigentlich sagen, nicht das Image, den, falls er schon rennt, noch zu entfernen und zu stoppen, einfach aus Sicherheitsgründen. Warum das mitunter wichtig sein kann, werden wir später sehen. Funktioniert das denn nun? Nun, ja, es funktioniert. Also wir können damit systemctl start nginx.service ausführen und der Container wird gestartet. Wir sehen das Ganze auch, wenn wir uns, oder in diesem Fall, ich habe den Service Docker Nginx genannt, wir sehen, dass ein Service rennt. Was wir allerdings nicht sehen, ist unser Nginx-Prozess. Was wir hier sehen, ist eigentlich nur Docker. Aber ich wollte Nginx starten und ich verwende Systemd. Systemd als Service Manager weiß oder sollte über meine Prozesse Bescheid wissen. Er sollte in der Lage sein, Prozesse zu töten. Okay, wo ist Nginx? Oh, wir haben ihn gefunden. Er ist irgendwo.
Ich zeige hier den Process Tree des Systems an und sortiere nach den Control Groups. Und dabei besitzt SystemD eine eigene Control Group, wo alle anderen Prozesse drunter drinnen hängen. Das ist dann von meinem Laptop die GNOME Shell, mein Terminal, in diesem Fall das LibreOffice, auch Docker, weil Docker wird von SystemD gestartet. Aber was dort nicht drin ist, ist Nginx. Nginx wird nämlich von Docker selber in einer eigenen Control Group gestartet. Das heißt, SystemD selbst hat keine komplette Sicht über den Prozess. Sollten wir den Docker Nginx-Prozess stoppen, wird in erster Linie der Docker-Prozess gestoppt, der dann in weiterer Linie im Idealfall den Nginx-Prozess stoppt. Und hier sehen wir schon die Probleme, die wir uns mit Docker bis zu einem gewissen Grad einkaufen. Nginx ist irgendwo. Das Docker-Kommando, das wir zur Ausführung verwenden, kann crashen. Falls dieses crasht, glaubt SystemD, der Service ist tot. SystemD startet damit dann den Service neu. Funktioniert insofern durchaus, es wird ein neuer Nginx gestartet, aber eigentlich dem alten ging es noch gut. Und das Hauptproblem, was eben schon erwähnt worden ist, ist, dass eigentlich dann SystemD Docker monitort und nicht den Container, also nicht meine eigentliche Workload. Das heißt, die Dinge, die ich dann mit SystemD restarte, sind nur sehr lax mit dem eigentlichen Prozess verbunden. Eine Lösung dafür ist Podman. Podman ist von Red Hat entwickelt und wie alles, was Red Hat macht, im Prinzip Open Source. Von Podman gibt es auch keine, soweit ich weiß, keine Bezahlvariante. Es ist grundsätzlich ein Docker ohne Docker oder ohne Docker-Daemon. Das heißt, Podman kommt ohne einen eigenen Serverprozess aus. Und weil Podman den Vorteil hat, dass es sehr, sehr viel später erst gestartet wurde, kann es von Anfang an einige neue Kernel-Features verwenden. Drum auch, oder auch von Red Hat dann gepusht, der Rootless-Support von Anfang an. Das heißt, ich kann erstmals wirklich einfach Container als mein User laufen lassen. Von etwaigen Problemen, dass mein User das Netzwerk zwar noch immer nicht konfigurieren darf, wollen wir mal absehen. Aber grundsätzlich ist Podman in der Lage, als User zu laufen. Und zusätzlich, nachdem es aus dem Hause Red Hat kommt, die als Firma ein kommerzielles Interesse daran hatten, oder zumindest das ist meine Vermutung, ihre Module Streams, also die Möglichkeit, mehrere Versionen einer Software oder die, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Versionen einer Software auf dem System installieren zu können. Das wurde in, ich glaube, CentOS 7 oder 8 probiert und fliegt jetzt quasi langsam wieder raus und es ist doch viel einfacher, so die Argumentation, einen Container am System rennen zu lassen. Das heißt aber auch, nachdem Red Hat Schulungen und sonst was anbietet, dass am Ende des Tages das Endprodukt sich gleich anfühlen muss. Also für einen Systemadministrator, der auf Podman migriert, sollte sich das Ganze so anfühlen, als wäre ein normaler Service vorhanden. Wie schaut es nun wirklich aus mit Podman? Damit Podman Uptake erfährt, musste Red Hat Docker nachbauen. Einerseits die CLI, also das Docker-Kommando, da ist Podman zu quasi 100% kompatibel oder sagen wir 99,9%. Es gibt die eine oder andere Kleinigkeit, wo die CLI nicht kompatibel ist, aber in den meisten relevanten Fällen kann man einfach einen Alias von Docker auf Podman setzen. Ich habe auf meinem PC selbst Docker nur mehr installiert, um Bugs, die nur in Podman aufzutreten, auf Docker zu reproduzieren oder nicht zu reproduzieren. Und zusätzlich, was vielleicht von einigen, die Container verwenden, verwendet wird, Docker Compose ist etwas, was sehr vielen Leuten einen einfachen Einstieg ins Containermanagement geboten hat. Docker Compose redet allerdings über die HTTP-API mit dem Docker Server. Das heißt, obwohl Podman eigentlich keinen Server anbietet und auch keinen Server braucht, wie wir vorher gesehen haben, weil wir können uns ja Container mit einfachen Kommandos selbst bauen, bietet es inzwischen einen optionalen Server, der die Docker API zur Verfügung stellt und inzwischen dadurch auch Integration zum Beispiel in GitLab Runner oder in Nomad als Task Driver und ähnliches. Wie würden wir jetzt einen Container in
Botman mit Systemd laufen lassen. Nun, Red Hat hat sich da noch gedacht, die Kommandos, die wir vorher für Docker Run gesehen haben, sind vielleicht zu kompliziert oder was machen wir, sollten die sich ändern? Wir lassen uns wieder komplett was Neues einfallen. Herausgekommen ist sowas. Das nennt sich ein Quadlet und ist im Prinzip einfach ein Ini-File, wo das Image, in unserem Fall zum Beispiel CentOS, definiert wird und das Kommando, das auszuführen ist. Zusätzlich kann man noch Volumes und Netzwerke definieren, wie hier auf der rechten Seite gezeigt. Und wenn man diese, das sind jetzt sogar drei Dateien, also links ist die Container-Unit, rechts das Volume und das Netzwerk. Wenn man diese drei Dateien an die richtigen Orte ablegt, läuft ein Systemd-Generator, der im Hintergrund daraus Systemd-Units generiert, die wir dann starten können. Die Idee dahinter ist, dass wir die Komplexität für die Integration in Systemd etwas verstecken und nur durch Updates des Systems quasi Verbesserungen in diesen generierten Units einbauen können, da diese jedes Mal beim Starten neu generiert werden. Ich habe vorher gesagt, am richtigen Ort ablegen. In diesem Fall ist es im Home-Verzeichnis.config-containers-systemd. Da gurken nun eben drei Dateien herum, Example Container, Example Network und Example Volume. Wenn ich systemctl sage, dass ich die Generators neu ausführen möchte mit Daemon Reload, werden transiente Units generiert und ich kann mir dann die Unit-Example anschauen und man sieht, also slash run ist ja typischerweise sowas wie ein tempfs und wurde generiert und zwar das also example.service von einem Generator, der von Podman mitgeliefert wird, nämlich dieser Podman User Generator. Nun, können wir das jetzt starten? Ja, das können wir jetzt dann starten und das Ganze schaut dann auch so aus, wenn wir uns den Status anschauen. Hier ist jetzt im Vergleich zu dem Docker-Beispiel vorher zu erwähnen, dass wir hier das Kommando sleep 60 explizit sehen. Oder was heißt wir? Systemd sieht innerhalb von meiner User Slice eine C-Group lib pod payload und eine Runtime. Die Runtime ist von Podman. Podman verwendet Conmon, um Signale an den Container weiterzuschicken und ähnliches, aber darüber brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Wichtig ist im Endeffekt, dass der Service, den wir starten, in unserem Fall Sleep60, jetzt direkt von Systemd gemanagt wird. Was sind hier die Vorteile? Nun, der Vorteil ist einerseits, wenn ein Systemctl-Stop nicht in der Lage ist, einen Container oder irgendeinen Service zu stoppen, wird Systemd nach einer gewissen Zeit die komplette Control Group abräumen, inklusive aller Prozesse, die drin sind. Das heißt, selbst wenn alles schief geht, um den Container zu stoppen, Systemd wird am Ende das Schwert auspacken und ein Massaker verursachen. Für die Heimanwendung ist es jetzt für manche Leute interessant, Container automatisch zu aktualisieren. Für Docker gibt es hier zum Beispiel Watchtower. In Podman ist es nichts anderes, als in diesem Container-File Auto-Update auf die Registry zu setzen. Damit kann man dann das Kommando Podman Auto-Update ausführen. Das tut nichts anderes, als alle laufenden Containers durchschauen, schaut, ob ein Label oder eine Annotation, genau habe ich nicht geschaut, gesetzt ist, dass eben Auto-Update aktiv sein sollte und aktualisiert dann dementsprechend den Container. Das kann man einerseits händisch ausführen oder aber man aktiviert den Timer, der das dann halt alle Tage oder sonst was macht. Funktioniert natürlicherweise nur sinnvoll, wenn man einen Rolling Release Tag wie Latest oder zumindest eine Major Minor Version angibt und nicht direkt die Bugfix Version, da dort meistens keine Updates kommen, vor allem da die meisten Container selten bis nie den Basis-Stack darunter, also das Root-File-System sozusagen aktualisieren. Jetzt haben wir gesehen, wie das mit Podman und diesen Container-Files aussieht, aber wenn wir das jetzt wieder mal selber machen wollen, wir können auch Podman-Container ohne Quadlet verwenden und ich finde es immer wichtig, die Dinge zu verstehen und auch in diesem Fall den Vergleich zu Docker zu zeigen, warum das nun plötzlich funktioniert oder was sich ändert. Das Service-File sieht jetzt etwas komplexer aus, aber
nur bis zu einem gewissen Grad. Wir führen statt Docker Run Podman Run aus, setzen einen Namen für den Container, das ist eigentlich irrelevant, sagen Podman, dass er das Container-File an einem bestimmten, also die ID des Containers an einen bestimmten Ort setzen soll und in Kombination mit Delegate Yes von Systemd und dem C-Group Split teilen wir Podman eben mit, dass er die Payload, also den Prozess, in diesem Fall Nginx und das Conmon unter der existierenden Systemd-Unit aufsplitten soll. Das ist eben dieses Ergebnis, was wir früher gesehen haben. Zusätzlich gibt es in Systemd ein Notify-Protokoll. Damit kann ein Service Systemd mitteilen, dass der Dienst gestartet ist. Im einfachsten Fall setzt man hier oder wird hier automatisch Conmon gesetzt. Das heißt, in dem Moment, wo der Container gestartet worden ist, ist das Service auch aus Systemd-Sicht aktiv und healthy. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wir hier im Vergleich zu Docker früher den Prozess oder den Container detachen. Das heißt, das Podman-Run-Kommando stoppt in dem Moment, wo der Container gestartet wurde. Und Systemd weiß allerdings, dass in dieser C-Group noch andere Dinge aktiv sind und stoppt dann sozusagen den Service nicht. Zum Stoppen des Service sagen wir dann im Prinzip nur noch, dass Podman den Container entfernen soll. Wir nehmen ein Force, was ihn dann im Normalfall auch stoppt zuerst. Und sollte das Wiedererwartens nicht gehen, versuchen wir das Ganze, nachdem Systemd aufgeräumt hat, noch einmal. Das heißt, am Ende des Tages ist der Container sicherlich weg, weil in dem Moment, wo Systemd den Container aufgeräumt hat, gibt es keine Beschwerden mehr. Wie schaut das Ganze nun aus? Wir sehen hier wieder den Nginx-Prozess. Der Nginx-Prozess forkt Worker-Threads, also alles wie gewohnt. Wir haben weiterhin den Conmon-Prozess und nachdem dieses Beispiel aus meinem Home-Verzeichnis kommt und ich als unprivilegierter User das Netzwerk nicht wirklich konfigurieren kann, hat Podman hier einen Hilfsprozess, der zusätzlich noch startet. Aber das sind dann am Ende des Tages eigentlich Implementierungsdetails. In Rot sehen wir quasi die letzten Loglines, die der Container ausgegeben hat. Rot deshalb, weil der Container auf STDR loggt. Im Idealfall würde er auf STD outloggen, dann würden wir hier nicht so grausames rotes Zeugs sehen. Vor allem für mich ist das immer, vor allem wenn es sich nur um eine Notice handelt, was definitiv nichts Wichtiges ist und ich durchs Journal schaue und mir Rot entgegenspringt, schalte ich eigentlich schon auf den Fehlersuchmodus um. Drum wäre da hier zumindest noch der Output umzuleiten. Ja, was können wir denn jetzt eigentlich noch machen? Das sind jetzt so die Dinge, die für die Heimautomatisierung mit Auto-Update und so eigentlich ganz leicht oder ganz nett sind. Wir können einfach ein Container-File mit Ansible oder mit SSH auf die Maschine bringen, neu starten, das Ding ist erledigt. Aber ich habe vorher Sicherheit angesprochen. Was wäre, wenn der Webserver aus Sicherheitsgründen nicht mit dem Netzwerk reden soll? Klingt blöd, weil wenn er nicht mit dem Netzwerk reden soll, wird er auch keine Requests von außen beantworten, aber genau das wollen wir. Es gibt allerdings in Systemd etwas, was sich Socket Activation nennt. Das ist ein Protokoll, mit dem Systemd am Host, in diesem Fall auf Port 3000, lauscht und dann diesen Socket an den Prozess weitergibt. Nachdem in einem Linux-System am Ende des Tages alles ein Integer bzw. ein File-Descriptor ist, funktioniert das auch ganz gut. Und das ist eine Systemd-Funktionalität, die es schon relativ lange gibt. Das können wir für unsere eigenen Services implementieren. Was Podman hier spannend macht, ist, dass ich das Ganze auch direkt an den Container weiterleiten kann. In meinem Fall habe ich jetzt die Unit abgeändert, dass ich sage, okay, ich brauche den Socket als Dependency. Damit stelle ich sicher, dass wenn ich den Service starte, dass der Socket davor startet und dann erkennt Systemd, dass ich Socket Activation will. Die Alternative ist, ich spare mir zum Beispiel das Requires und dann startet Systemd automatisch beim ersten Request den Docker, den Container. Funktioniert auch für Dienste, die eine Minute zum Starten brauchen, ist es vielleicht nicht gewollt. Und als
extra Gimmick setzen wir jetzt für den Container das Netzwerk auf None. Das heißt, der Container hat außer einem Loopback-Interface kein Netzwerk-Device, mit dem man nach außen reden kann. Das Äquivalent ist, glaube ich, eine Systemd-Direktive für normale Service, die sich Private Network nennt. Also das ähnliche Verhalten kann man mit einem normalen Service auch erreichen. Aber wenn ein Container alles ist, was wir haben, müssen wir halt damit arbeiten. Wenn wir jetzt in diesen Container reinschauen, sehen wir, dass in der Tat außer dem Loopback-Device kein Netzwerk-Device vorhanden ist und auch mit Netstat sehen wir keine offenen Verbindungen. Ist natürlich jetzt für einen HTTP-Server etwas getrickst, weil wenn, oder zumindest nein, Blödsinn, den Listening-Socket müssten wir sehen. Aber hier ist nicht einmal ein Listening-Socket. Dieser ist eben am Host-System von Systemd. In meinem Fall ist das dann eine einfache Python-Applikation und wie man aus den Logfiles erkennt, handelt sie in der Tat Requests und schickt als Extra-Feature noch Systemd hinaus, wie viele Requests jetzt abgehandelt wurden. Das ist, sage ich mal, aus Sicherheitsgründen durchaus ein nützliches Feature. Ein Beispiel, was mir gern einfällt, ist zum Beispiel ein Rendering-Service, der aus PDFs Bildern extrahiert. PDFs sind ein unglaublich komplexes Fileformat. Im schlimmsten Fall kann drin JavaScript ausgeführt werden und wir wollen sicher nicht, dass für eine Generierung von einem Thumbnail plötzlich ein Netzwerk-Request zu Microsoft oder sonst wo hingeht als Token, dass da, also als Trigger, dass das PDF gerade angeschaut wird. Eine Kleinigkeit hätte ich dann noch. Ob es nützlich ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber mich faszinieren dann so Sachen wie Turtles All the Way Down. Ich habe aus anderen Gründen eigene Container-Images und in diesen Container-Images starte ich als Prozess oder als, ja, als eigentlicher Prozess, der dann rennt, Systemd. Das geht mit Botman recht einfach. Im einfachsten Fall, wenn man einfach privileged dranhängt, dann darf der Container nämlich relativ viel. Ist jetzt aus Security-Sicht nicht ideal. Man kann das Ganze ein bisschen sicherer machen, aber für die Demo reicht's. Systemd erkennt, dass es in Docker läuft oder eigentlich in Botman, aber die Emulierung ist quasi die gleiche und stellt ein paar Sachen um, dass der Container auch wirklich starten kann. Aber was heißt das jetzt? Wir haben Systemd in einem Container. Wir können in dem Container natürlich wieder Botman installieren. Wir können wieder einen Container in diesen Container anlegen. Wir können Systemd bitten, uns diesen Container auch zu starten und haben dann am Ende des Tages einen Container in Systemd in einem Container und was hier nicht gezeigt ist, da ich auf der letzten Folie Botman direkt ausgeführt habe, eigentlich wieder in Systemd. Das Beispiel kann man beliebig weiterspielen, wahrscheinlich, vielleicht, ich habe es nicht probiert. Aber was bringt das? Für mich war das eine sehr nützliche Erkenntnis, da wir zum Beispiel sehr viel mit Ansible automatisieren und wir unsere Tests inzwischen in Containern machen. Also ob unsere Ansible-Skripte funktionieren. Aber das heißt auch, wir müssen Services starten, wir müssen im schlimmsten Fall unsere Workloads, also Container deployen und damit brauche ich einen Weg, um Container in Container auszuführen. Sonst vielleicht nur eine Spielerei. Für uns war es ein einfacher Ersatz, um auf einem lokalen System quasi ein Netzwerk hochzuziehen mit mehreren Containern, um sogar über mehrere Hosts hinweg unser System zu testen. Ob es andere Anwendungsfälle gibt, ich weiß es nicht. Aber man kann auf jeden Fall sich austoben und wenn Systemd und Botman in einem Container rennen, rennt alles andere auch. Also wenn man weiterspielen kann, man bekommt auch Zugriff auf die grafische Oberfläche zurück, zumindest mit X11 war es so und kann dann zum Beispiel einen Chrome in einem Container ausführen und nur den grafischen Output sozusagen umleiten. Ob das mit Wayland noch geht, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Vielen Dank und gibt es ein paar Fragen?
Haut es dann auch hin, wenn ich in den Container einen Container drinnen habe, dass wenn ich den äußersten Container starte, der graceful die ganze Oberfahrt oder reißt er die einfach raus? Gute Frage. Habe ich in dem Fall nicht probiert, aber nachdem Potman im Prinzip das, also zwei Unterscheidungen, wenn im inneren Container ein System D rennt, also ein Init-System, sollte das funktionieren, dass das sauber durchgereicht wird. Wenn im Container kein Init-System rennt, sondern direkt der Prozess, hängt es ein bisschen davon ab, ob der Prozess kooperativ ist und das Signal Handling richtig implementiert ist. Aber im Prinzip wird das durch runtergereicht. Ob es wirklich dann von System D in den Container, in System D in den Container gereicht wird, habe ich jetzt in dem Fall nicht probiert. Aber ich gehe stark davon aus. Meine Frage zu dem Ganzen wäre, also das war ein guter Vortrag, danke. Ich wollte fragen, wie schaut das aus, wenn ich ein, sagen wir mal, ein Open-Source-Projekt habe und die haben schon einen fertigen Docker-Compose-Stack. Wie gut kann ich sowas dann damit möglichst schnell und einfach da bereitstellen? Also von wegen, die haben halt so ein Copy-Paste-Ding nicht für Docker-Compose. Ja. Wie leicht geht das? Ausgezeichnete Frage. Nicht so einfach, wäre die triviale Antwort. Im Prinzip, was Potman auch kann, ist, also aus der Kubernetes-Welt gibt es diese Kube-Files sozusagen, die Ähnliches tun können. Also es ist im Prinzip ein Docker-Compose-File mit einer anderen Syntax und Potman kann das ausführen. Allerdings kann Potman inzwischen selbst, also Docker-Compose ist ja im Prinzip nur ein Plugin für Docker. Und dieses Compose-Plugin, dieses Compose-Plugin kann, das ist ein eigenes Subprojekt und wird ausgeliefert, dieses Compose-Plugin kann einfach an den richtigen Ort gelegt werden, dann geht Potman Compose, Potman startet dann den Docker-API-Server, also diese Emulierung des Docker-API-Servers und damit kann das Compose-Plugin dann wieder direkt mit Potman kommunizieren. Was man dann natürlich verliert, ist die Integration in Systemd. Und wie gut funktioniert das, dass ich möglichst einfach ein, also wie gut funktioniert es dann in der Praxis, dass ich ein fertiges, vom Projekt bereitgestelltes Docker-Compose-File dann mit Potman ausführen kann? Also von wegen, ich habe da ein File und ich würde das da gerne ausführen. Also mit dem API-Server, mit dem Plugin, was du gerade gemeint hast, funktioniert das in der Praxis so, dass ich sagen wir zum Beispiel, als Beispiel Mailcard Dockerized, funktioniert sowas auch mit Potman? Also grundsätzlich ist so, Potman wird massiv schnell entwickelt, also aus meiner Erfahrung, weil Docker nicht mehr gestartet wird auf meinem PC, kann ich sagen, dass 99% der Compose-Files out of the box inzwischen mit Potman funktionieren. Neues Betriebssystem und neue Potman-Version vorausgesetzt. Also es gibt hin und wieder Kleinigkeiten. Ich habe selber ein paar Bugs reportet, einfach dass in der, zum Beispiel wenn ein Container restartet wird, dass die IP-Adresse nicht neu gesetzt wird oder so, aber das wird im Prinzip relativ schnell von Red Hat gefixt. Also die Compose-Files, die ich verwende, also von Open-Source-Projekten, laufen eigentlich alle mit Potman. Ich sage mal so, aber ich bin auch jemand, der alle Compose-Files anpassen muss, weil zum Beispiel auf einem C-Linux-Enabled-System die meisten Compose-Files out of the box zum Beispiel auch nicht rennen, spätestens bei Volume-Mappings oder so, wenn die Kontexte nicht richtig sind. Also für mich war Docker Compose auch nicht trivial oder ohne Probleme zu verwenden. Die Sachen, die du da jetzt händisch hergezeigt hast, wirst du in der Praxis wahrscheinlich nicht händisch machen. Habe ich da zwischen den Zeilen richtig gelesen, dass du wahrscheinlich da irgendwelche Ansible-Roles hast, die dir dann die Systemd-Units erzeugen? Und wenn ja, findet man die irgendwo? Jein. Nachdem für diese neuen Sachen, sage ich mal, relativ voll für meinen eigenen privaten Server ist, habe ich es dann noch nicht geschafft, die zu veröffentlichen. Ist jetzt natürlich eine gute Ausrede, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war jahrelang Maintainer von Django. Ich weiß, oder Co-Maintainer oder Co-Developer, es ist einfach ein, wie soll ich sagen,
ein irrer Aufwand, etwas zu veröffentlichen, vor allem wenn dann Leute anfangen, das zu verwenden, und ich habe ein bisschen die Angst oder einfach auch nicht die Zeit, mich darum zu kümmern. Ich habe ein paar andere Sachen veröffentlicht, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich möchte einen Burnout vermeiden. Wir haben es gerade gesehen, was das bei XZ hast, wenn Maintainer an einem Burnout sein und was veröffentlichen warten. Also leider nein, ich würde gern, ich kann es unter der Hand weitergeben oder so, aber öffentlich leider nicht aktuell. Gut, dann nochmal vielen Dank und ja, bei Fragen einfach danach noch melden.